Hagemeister formulierte 1913 in seiner Biografie über Karl Schuch: Monet ist so ziemlich der Rembrandt des Lichts im Freien. Das heißt, von derselben Bedeutung für Letzteres wie Rembrandt für das Licht im Raum, das Hell-Dunkel. Ihn begeisterte zum einen Helligkeit, Licht und Dunkel, aber auch eben die Ausschnitthaftigkeit und Nahansichtigkeit der Seerosen, die ja auch Monet gewählt hatte, um eine Entgrenzung als bildkünstlerisches Mittel zu erzielen. Wir sind besonders glücklich über die Leihgabe aus dem Bröhan-Museum Teich in der Mark aus dem Jahr 1902. Und das Besondere ist, dass dieses Werk das erste Mal ausgeliehen worden ist.